Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Rumpf-Stabi-Workout. Unser Workout geht ungefähr 15 bis 20 Minuten und wir sind von der. Wir sind von der Frauenmannschaft der TSG Hoffenheim. Ich bin die Fabienne. Ich bin die Isabella. Und wir machen jetzt heute einen Workout und das dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Und alles, was man dazu braucht, ist vielleicht ein Schluck Wasser und ein Fußball. Dann geht es jetzt mit dem Warm-up los und danach kommt das Workout mit Ball. Dann fangen wir jetzt an. Wir fangen jetzt mit der ersten Übung an, die heißt Mountain Climber. Kurz zum Aufbau der Übung. Man geht quasi so auf die langen Arme, schaut, dass der Körper in einer Linie ist und dann geht die Übung eben so, dass man einzeln nacheinander die Knie zur Brust zieht. Und dann versucht eben die Spannung im Rumpf zu halten. Davon macht ihr jetzt am besten pro Seite 10 Wiederholungen. Genau, die Fabienne macht es schon super, dass man hier auch schaut, dass man hier in der geraden Linie ist, dass man auch immer schaut, dass die Schulterblätter, dass man die auch zusammenzieht, dass man da wirklich auch eine Spannung aufbaut. Wichtig ist auch, dass man hier im Po die versucht, so ein bisschen zusammenzukneifen, dass da auch eine gewisse Spannung da ist. Und dann, wie die Fabienne schon macht, einfach die Beine zur Brust zu ziehen. Und man merkt auch ganz gut, dass es dann auch im Bauch so anfängt zu zittern. Dann macht ihr es genau richtig. Und jetzt können wir noch kurz zeigen, wie es ist, wenn es eben falsch ausgeführt wird. Genau, das ist das Durchhängen, das wollen wir nicht. Da kommen wir nämlich dann zu Rückenproblemen. Und das ist auch eine falsche Position, dass man quasi zu hoch ist, weil dann merkt man auch schon, dass es dann auch einfacher wird. Also wirklich versuchen, in dieser Linie zu sein, dass man da quasi wirklich wie so ein Brett drauflegen kann. Dann die zweite Übung, die nennt sich Unterarm-Liegestütz. Da sind wir erstmal vom Aufbau eigentlich ähnlich. Einfach eben jetzt in die Plank-Position und in die Liegestützposition gehen. Davon machen wir auch wieder 10 Wiederholungen. Genau, das ist wieder eigentlich ähnlich, dass man versucht, die gerade Linie zu halten, dass man wirklich diese Spannung auch im Rumpf spürt, dass man immer wieder auch versucht, die Ellbogen unter die Schulterblätter zu bekommen, dass man da wirklich eine gescheite Ausführung hat. Man merkt es auch wieder sehr im Bauch, das fängt dann wirklich nach 2-3 Wiederholungen schon wirklich an, wieder auch dort auch ein bisschen zu brennen und genau. Ja. Super. Okay, jetzt kommen wir zur dritten Übung des Warm-Ups, die nennt sich Shoulder Taps. Kurz zum Aufbau, da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal die leichtere Variante auf dem Vierfüßlerstand, dass man die Knie so 10 cm vom Boden abhebt und dann einzeln die Arme zu den gegenüberliegenden Schultern macht. Da könnt ihr auch 10 Wiederholungen pro Seite machen. Wichtig dabei ist auch wieder, dass man die Hände genau unter den Schultern hat, dass das auch in eine gerade Linie ist, dass man hier auch wieder versucht, Spannung aufzubauen, die Schulterblätter wieder zusammenzuziehen. Das ist wirklich sehr wichtig und genau, die Fabienne macht die Ausführung jetzt schon super. Jetzt zeigt die Fabienne uns noch die andere Ausführung mit den, mit den langen Beinen quasi. Das ist auch wieder ein Ticken schwieriger, ist auch ähnlich zu den Übungen davor. Genau, da können wir auch wieder 10 Wiederholungen machen. Genau, das ist wirklich super. Ja. Das war unser Warm-up. Da empfehlen wir, dass wir 2 Runden davon machen, dass wir auch gut warm sind, weil das ist auch immer wirklich wichtig, bevor wir dann in das richtige Workout einsteigen, dass wir da einfach auch den Körper auf eine gewisse Temperatur bringen und dass wir dann eben fit sind für unser Hauptworkout. Mit dem wir jetzt beginnen. Ja, das ist schön. Sagen wir es gleich nochmal. Nochmal ganz kurz schauen. Thank you.
Hauptteil des Workouts. Dafür beginnen wir mit der ersten Übung der Brücke. Und dabei haben wir uns gedacht, dass es auch immer ganz Spaß macht, auch mit dem Ball was zu machen. Der Aufbau ist so, dass die Fabienne jetzt in die Brücke geht. Dabei sind die Fußspitzen angewinkelt und die Hüfte wird hochgehalten. Die Schulterblätter sind am Boden. Und dann versucht man den Ball unter sich drunter durchzurollen und immer von links nach rechts. Und davon macht ihr jetzt auch pro Seite, also immer wieder durchrollen, dass es auf jeder Seite 10 Mal ist. Dabei ist wichtig, dass man wirklich auch die Hüfte hochhält, auch konstant hochhält, weil sonst geht der Ball auch gar nicht durch, das werdet ihr schnell merken. Dann könnte man auch ein bisschen mit dem Winkel variieren. Also wenn man die Beine ein bisschen weiter weg macht, merkt man schon, dass es hinten auch für die Oberschenkel anstrengender wird. Die Übung ist generell für den unteren Rücken gedacht, aber auch für den Po und die hinteren Oberschenkel. Genau, und dann könnt ihr wirklich variieren, vielleicht zum Anfang die Beine ein bisschen näher am Körper, dann ist es nicht so anstrengend. Und dann einfach, wie gesagt, 10 Wiederholungen pro Seite. Super. Also die nächste Übung sind dann die klassischen Sit-Ups. Da ist der Aufbau wieder ähnlich, Fußspitzen sind am Boden. Man nimmt wieder den Ball dazu, das ist quasi die Ausgangsposition. Und jetzt gestreckte Arme, dann den Ball hinten ablegen, also den Rücken auch mal komplett hinten ablegen und wieder nach vorne zu den Knien kommen. Davon machen wir auch 15 Wiederholungen. Genau. Dabei ist auch wichtig, dass man eben auch immer nach vorne oben kommt. Also am besten immer so an der Wand so ein Ziel fokussieren, dass man da am besten noch hochschaut, weil dann ist die Ausführung meistens auch richtig. Genau. Und dann einfach nacheinander einfach hochkommen. Das merkt man auch gut im Bauch. Das sind auch eher so die oberen Bauchmuskeln, die da angesteuert werden. Gute Ausführung. Die nächste Übung geht auch auf den unteren Rücken, das ist auch im Rumpfbereich sehr, sehr wichtig, dass man immer auch schaut, dass man eben vorne und hinten gleichmäßig auch trainiert. Dabei legt man sich erstmal auf den Bauch, auf den Boden flach. Die Füße sind dabei mit den Zehen eben aufgestellt und vorne in der Hand ist der Ball. Und jetzt versucht man quasi seinen Oberkörper vom Boden abzuheben, aber die Fußspitzen am Boden zu halten. Das sieht man dann auch ganz gut, dass das hier zentral unten am Rücken auch drauf geht und davon auch 10 Wiederholungen. Dann könnte man auch ein bisschen variieren, um einfach die Arme auch ein bisschen zu strecken. Dann geht es auch noch ein bisschen mehr auf die Oberarme. Das könnt ihr aber, wie ihr euch fühlt, auch variieren. Und dann einfach immer schauen, Kopf gerade, Blick zum Boden. Und dann einfach, wie die Fabienne super macht, einfach auch immer wieder hochgehen. Hier ist auch Spannung drauf, das sieht man auch gut. Dann die Beine eben auch auf Spannung. Können wir es eh nochmal machen? Ich hab gelacht. Doch. Aber nur die Ausführung, oder? Das ist aber gut. Echt? Ja. Okay. Also ich glaube, weil sie hat es oft genug gemacht, die Wiederholung, dann kann ich das Lachen raus. Ja. Dann kann ich auch was bis zum Lachen schneiden. Die nächste Übung ist hier für den seitlichen Bereich, der klassische Seitstütz. Dabei legt man sich eben auf eine Seite zunächst. Das könnte man eben auch mit dem langen Arm, aber auch auf dem Unterarm machen, welche Ausführung euch besser gefällt. Ein Fuß ist eben lang auf dem Boden, der andere liegt drüber. Und dann geht es darum, die Hüfte eben nach oben zu nehmen und den Ball hier in den gestreckten Arm auch nach oben zu nehmen. Dabei ist dann wichtig, dass man hier in einer Linie ist, dass man den Bauch anspannt, dass man hier auch schaut, also nicht so gut wäre, wenn man die Hüfte so ein bisschen nach vorne dreht, dann wird es auch nicht den Bereich erreichen, den wir haben möchten, aber auch aufpassen, dass es nicht eben so ausschaut. Also am besten, vielleicht habt ihr einen kleinen Spiegel oder so, das ist immer ganz hilfreich. Und genau, das halten wir jetzt 30 Sekunden lang pro Seite.
Jetzt kommt die letzte Übung für den Rumpfbereich. Dabei geht die verbinden die Ausgangsposition in die Liegestützposition. Der Ball ist wieder dabei. Und dann werden quasi mit dem Ball Achter um die andere Hand gedreht. So wie die Fabienne das jetzt macht. Genau. Dabei 5 Achter pro Seite. Dabei ist auch wieder wichtig, gerade Linie, Schulterblätter zusammen, Bauch anspannen, Hüfte nicht zu hoch, aber auch nicht durchhängen. Das könnte auch mal passieren, dass es während der Übung sich ein bisschen ändert, weil man vielleicht nicht mehr so viel Kraft hat. Das ist aber ganz wichtig, die richtige Ausführung, damit man nicht irgendwie Rückenprobleme oder sonstiges bekommt. Deswegen, aber das habt ihr, glaube ich, in den Übungen davor schon sehr gut trainiert. Und das ist quasi jetzt noch die Abschlussübung mit den Achtern. Und danach habt ihr es auch schon geschafft. Schon geschafft. Jetzt kommt die zweite Runde. Thank you.
So, jetzt habt ihr schon ein bisschen hingeschafft. Wer jetzt noch wirklich fit ist, der kann jetzt doch eine dritte Runde machen. Fabienne, wie schaut's bei dir aus? Ja klar, los geht's. So, jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Viel Spaß mit den Übungen, ihr könnt die 2 bis 3 Mal in der Woche durchführen. Das nächste Video beinhaltet das Thema Mobilität. Freut euch drauf. Tschüss!